Hallo zusammen und willkommen zurück hier. Back in the USA ist das Motto und was ist los? Wir werden düngen fahren. Ich habe zwei Düngemissionen gerade angenommen und die werden wir auf jeden Fall gleich mal abarbeiten. Jetzt müssen wir nur einmal kurz den da dran machen. Ich hoffe, dass der MB-Truck den Düngestreuer auch schafft. Oh, es sieht erstmal gut aus. So, wir müssen auf Feld 53 und 54. Da lassen wir den mal automatisch hinfahren und in der Zwischenzeit tun wir mal ein bisschen aufräumen. Sprich, einmal kommt der Fendt GT zurück zum Hof. Das machen wir mal. Und dann gucken wir mal weiter. Also was auf jeden Fall noch ist, der New Holland, der T8, der ist noch am Flügen. Und ja, das wird vielleicht auch noch die ein oder andere Minute dauern, denke ich mal. Aber wie gesagt, das läuft erstmal. Und alles Weitere sehen wir dann. So, den stellen wir erstmal irgendwo hin. Oh, da kommt ein Auto. Und ich weiß, dass der nicht Acht geben wird auf uns. Genau. Der rast einfach hier raus. So, guck mal, den können wir doch direkt hier einfach mal zwischenparken. So, der kann eigentlich auch nach Hause. Den lassen wir aber mal automatisch fahren, weil wir müssen auf jeden Fall Steine sammeln noch. So, du kannst aber auch nach Hause. Ja, wir machen heute den großen Nachhause-Holtag. So, wie lange brauchst du noch? Knapp über eine Minute. Dann lass uns mal noch weiter gucken. Butter, Baumwolle, hier ist Heu. Haben wir alles nichts? Sehen? Nö, wollen wir nicht. Ballen pressen, aber das ist Heu. Und das sind zwei Kartoffelmissionen, die werde ich auch nicht machen. Definitiv nicht. Grubbern. Nee. Lassen wir erstmal alles in Ruhe. So, du brauchst noch ein bisschen, denke ich mal, fahren. So, wo ist denn 53, 54? 53, 54, genau. Das ist die 56, das sind hier die beiden. Na, guck mal, der ist ja da schon fast da. Das ist doch sehr gut. Dann können wir nämlich gleich loslegen. Müssen wir einmal ein bisschen ausholen. Dann einen Kurs zu machen. Boah, das passt schon relativ gut. So, dann einmal rein da ins Gemüse. Gucken wir mal, ob das auch funktioniert. So, da müssen wir einmal Unkraut wegmachen. Ja, es wird auf jeden Fall dunkler. Dann passt die Sache doch. Ja, da werden wir jetzt einmal die zwei Felder schnell durchdüngen. Dann gucken wir mal, was dann noch ist. Wenn wir sonst nichts mehr zu tun bekommen, könnten wir auch eventuell schon wieder vorspulen. Also beziehungsweise schlafen gehen. Und dann den zweiten Teil vom August gucken, hoffen, Daumen drücken, dass wir vielleicht noch die eine oder andere schöne Mission bekommen.
der MB-Trag ist für den Düngerstreuer eigentlich schon ein bisschen zu schwach. Da müssen wir auf jeden Fall, wenn wir noch mehr Düngemissionen machen, auf jeden Fall den John Deere vorspannen. Er ist halt wirklich mehr für irgendwelche mal kleinen Transporte, für einen Heuwender. Er hat zur Not auch für einen kleineren Schwader, das kriegt er auch noch hin. Aber mehr, dann wird es wirklich schon schwierig. Das merkt man aber auch wirklich. So, der... Ach, der John Deere ist angekommen. Dann wird der Drescher auch bald da sein. So, wir können dem aber auch schon wieder sagen, nein, dass er zum Hof-Silo dann zurückfahren soll, wenn wir hier fertig sind. Damit der dann quasi auch wieder zu Hause ist. Weil das Ding ist halt, das Pflügen, das können wir auch... Das hat Zeit. Das hat Zeit, da können wir uns wirklich... Ja, wirklich... Ruhe und Zeit nehmen, wobei der na klar auch schon ziemlich weit ist. Da müssen wir eben noch Steine sammeln. Das ist aber auch kein Problem. Und ja... Alles weitere. Ja, solange es halt keine gescheiten Missionen gibt. Was sollen wir uns da rumquälen, wenn wir auf unseren eigenen Feldern nichts zu tun haben? Dann geht's eben in den nächsten Tag. Punkt aus. Da habe ich gar kein großes Problem mit. So, guck mal. Das erste Feld ist schon durch. Dann geht's jetzt hier auf den zweiten Acker. Da würde ich aber hier den Kurs ein bisschen rüber buxieren, damit das auch passt. So. Das heißt, wir können ein Feld schon... abschließen. Einmal 3000 Euro. Guck mal, jetzt sind wir wieder über die 100.000 drüber gekommen. So ist es doch perfekt. Was wir da klar mal gucken können, unsere Düngeproduktion. Düngeproduktion sieht eigentlich noch gut aus. Dachte, wir müssen da vielleicht schon wieder irgendwie Mist und oder Gülle nachfüllen, aber solange das noch so gut aussieht, machen wir da erstmal nichts. So, und während der zurückfährt, gucken wir mal, was der Pflügemeister da unten macht. Der scheint schon auf dem Vorgewende zu sein. Warte mal. Gepflügt. Der sieht aus, als wenn er gleich fertig wäre. Das wäre na klar besonders gut. So. Na, dann quälen wir uns jetzt hier noch eine Bahn nach oben. Bis wir hier auch abschließen können. Wie gesagt, dann schicken wir den Kollegen nach Hause. Und wenn der New Holland dann definitiv mit Flügen fertig ist, dann gehen wir schlafen auf den nächsten Tag und dann gucken wir, wie es weitergeht. Wir machen aber noch schnell ein Bild hier vom MB-Truck. So.
Das brauchen wir. So, dann können wir den zu... Na, den zusammenklappen. Und... Du findest den Weg nach Hause. So, wie schaut das hier aus? Der ist im letzten Vorgewende. Perfekt. Gut. Er hat hier einen Strommasten gefunden. Oi. Ja. Na, komm, ich will doch da nur vorbei. Der ist auf dem Weg, genau. Den können wir auch noch irgendwo erstmal zwischenparken. Dann guck mal, den stellen wir hinten hinter den Bend GT einfach. Das passt doch, glaube ich, ganz gut. Bis wir die irgendwie irgendwann wieder brauchen. Ups, na, nicht so weit da aufs Feld drauf. Schön hier an den Rand. Perfekt. So, das ist alles unterwegs. Hier gibt's nichts Neues. Der ist auf dem Weg. Top, weißt du was? Dann lassen wir die anderen weiterfahren, aber wir schlafen schon mal. Bis 8 Uhr, das ist eine gute Zeit. So, dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht irgendwas Schönes jetzt zum Arbeiten bekommen. Ja. So, wir müssen schauen, Erstmal zu den Produktionen. Hier steht ein Staffel Saatgut. Die Bäckerei läuft. Hier läuft auch alles. Wir brauchen das Saatgut. Hier fehlt Mist. Oh. Wir haben 250 Liter Methan. Jetzt muss ich mal ups, was gucken. Bei den Geldgeschichten. Was? Verkaufte Gebäude? Kaufte Ballen. Einnahmengebäude haben wir aktuell nichts. Produktionskosten. Verkaufte Produkte. 89 Euro. Ja, ich weiß nicht, wie das ist. Komm, dann lass uns den GT einmal nehmen und mit dem Mist in den kleinen Dings da reinschmeißen. Damit die schon mal weiterläuft, da die Produktion. Ja, 8000 Liter, das passt. 10.000 passen da ja rein. Also sind wir da auf dem grünen Bereich auf jeden Fall. Ja, und dann gucken wir gleich mal. Saatgut auf jeden Fall. Ja, da müssen wir aber einkaufen fahren. Guck mal, da kommt der Drescher auch an. So, dann würde ich sagen, dass wir den einfach zum Händler schicken. Wo war der drin? Vehikeldealer, Abholung. Dann holen wir da einmal Saatgut.
Ja, ich weiß nicht, warum du jetzt hier dagegen donnerst. Ach ja. Komm. Einmal hier vorbei. Ja, Drescher, tut mir leid, ich habe Vorfahrt. Sag, dann holen wir Saatgut und packen das in die Gewächshäuser so ein bisschen rein. Müssen wir halt ein bisschen aufteilen. Aber das ist ja nicht das große Problem. Und wir müssen eben wirklich schauen, jetzt, was für Missionen es gibt. So, Missionen. Ernten, Kartoffeln, nein, danke. Die können wir noch abschließen. Wir haben Grubbern, wir haben Liefern, Heu, Baumwolle, Rosinen, Soja haben wir nicht. Blügenfeld 11. Guck mal an. Das nehmen wir sofort. Und da würde ich auch, ja, guck mal, der ist fertig. Feld 11, Kollege, Abflug. Du hast Arbeit. Ja gut, fahr erstmal tanken, auch kein Problem. So. Dann gehen wir noch mal schon zum Stopp hin. Saatgut haben wir gesagt. Ja, nehmen wir 8 Stück. So, dann ist das erledigt. War da noch Düngen? Ja, das ist aber so mikro, das Feld. Ist jetzt nicht wirklich was Spannendes dazugekommen. Ja, müssen wir einfach gucken. Ja gut, was spannend, na klar, ist, sind hier die ganzen Paletten. Warte mal, das, das können wir noch zumindest zum Teil erledigen. Da holen wir die einmal schnell ab und laden auf, was aufzuladen geht. Keine Ahnung, wie viel da noch rauskommen gleich aus dem Gewächshaus. Ja, werden wir gleich sehen. Wir werden erstmal den Trigger leer räumen. So. Bisschen warten. Oh Gott, nur noch einer. So. Gut, aber wir sind erst einmal für den Moment fertig für heute. Morgen geht's dann weiter, dann gucken wir mal, wo und was wir noch so anstellen werden. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch schnell mal hier die Paletten rausdrücken. Also wie gesagt, morgen um 9 Uhr geht's weiter mit der weiteren Folge. Schaut da doch gerne wieder vorbei, würde mich sehr freuen. Und damit sage ich erstmal Tschüss, ciao.